Der Dutt. Laras Zopf ist ikonisch, aber das war nicht immer so. Während uns Promotion-Material und FMV-Sequenzen des Auftakts der Tomb Raider-Serie Laras volle Haarpracht gönnen, werden wir ingame abgespeist mit einem Dutt. Du hast was gegen meinen Dutt? Ich hasse ihn. Die Erklärung ist denkbar einfach. Das Spiel brachte damalige Hardware an ihre Grenzen und der Zopf wäre unoptimiert der Tropfen gewesen, der das Fass zum Überlaufen bringt, weshalb er sein Ingame-Debüt erst in Tomb Raider 2 feiern durfte. Das Remaster beschenkt uns mit einer rückwirkenden Anpassung und dafür sollten wir ihm alle dankbar sein. Der Butler im Kühlschrank. Die Aufgaben eines Butlers sind vielfältig. Laras Untergebener Winston beschränkt sich aber im Großen und Ganzen auf das Stalken, Stöhnen und Furzen. Wenn ihr das mal zu viel wird, sperrt sie ihn zur Verwahrung in den begehbaren Gefrierschrank. Generationen an Tomb Raider-Spielern haben dieser uralten Tradition seit jeher so unnachgiebig gefrönt, dass man ihr im Remaster ein eigenes Achievement und sogar eine eigene Eisblock-Animation schenkte. Nevada zuerst. Lara verliert ihre Waffen in Tomb Raider 1, 2, 3 und 5 mindestens einmal im Spiel. Während die Bösewichte in den Vorgängern noch nett waren und ihr zumindest Medipacks, Fackeln und Munition ließen, warum auch immer, wird sie im Hochsicherheitstrakt von Tomb Raider 3 gottlos ausgenommen. Weshalb Generationen von Streamern und Let's Playern sich immer wieder anhören durften, Nevada bloß als ersten der drei frei wählbaren Bereiche zu spielen, weil man so am wenigsten zu verlieren habe. Dank des Remasters bekommen wir unsere Habe am Ende des Hochsicherheitstrakts nun zurück, aber das läuft nicht immer problemlos. Wenn man nämlich das zweite Secret des Levels, den Granatwerfer, entgegen der Erwartung der Entwickler schon vor dem alten Inventar sammelt, verschiebt sich die Anzahl der Gegenstände so, dass aus 2 MP5-Clips minus 2 werden, was uns im nächsten Level 6000... viel Munition bescheren kann. Das ist wahrscheinlich nicht so gedacht. Laras Trophäen. Tomb Raider 3 gewährt uns seinen ersten Einblick in Laras Artefaktzimmer. Hier finden wir den Kopf des besiegten T-Rex sowie den zerbrochenen Skion aus Tomb Raider 1, den Dolch von Xian aus Tomb Raider 2, die goldene Maske des Tornazuk aus dem Tomb Raider 2 Add-on, sowie kurioserweise die Iris, die Lara 14 Jahre vor den Ereignissen von Tomb Raider The Last Revelation in Kambodscha zum ersten Mal gesehen und später in Tomb Raider Chronicles New York ihrem ehemaligen Mentor Werner von Croy geraubt hatte. Im Remaster hat man sich außerdem einen kleinen Scherz erlaubt und auch das Gemälde des Kaufmanns Cain aus der Legacy of Cain Serie an der Wand Platz finden lassen. Macht sich gut. Wann Remake davon? Stempel. Über die drei Remasters und ihre Add-ons hinweg wird jede Ankunft und Abreise von Lara dynamisch in ihrem Reisepass festgehalten. Ein liebevolles neues Detail mit Implikationen. Der Reisepass verortet St. Francis Folly zum Beispiel, wie das Remake Anniversary, im heutigen Griechenland. Eine Zuordnung, die das Original nie gemacht hat. Der unsterbliche Pierre. Das ist Lara, wie sie in Rom in einen Abgrund stürzt und sich das Genick bricht. Na egal, ich bin sowieso spät dran, ich muss weg. Das ist Pierre, wie er in Rom in denselben Abgrund stürzt und sich das Genick bricht. Lass dich nicht aufhalten von mir. Das ist auch Pierre, wie er zu Boden stürzt, nachdem Lara 50 Mal auf ihn geschossen hat. Eines dieser Ereignisse, offenkundig das frühere, hat Pierre überlebt. Wie er das gemacht hat, bleibt der Wissenschaft ein Rätsel. Nacktcheat. Besonders hartnäckig oder eher hart und neckisch hielt sich in den 90ern das Gerücht eines eingebauten Nacktcheats in Tomb Raider 1. Dass sich frühreife Spieler dieses Gerücht an Laras nicht vorhandenem Zopf herbeigezogen haben, liegt auf der Hand. Co-Design sprang allerdings auf den Zug auf und gab uns mit Tomb Raider 2 einen Cheat, der Lara tatsächlich nackt zeigt. Aber von innen. Die verlassene U-Bahn-Station. Hinter einem seiner tödlichen Züge verbirgt die Durchfahrstation Aldwych eine überraschend weit ausgebaute Haltestelle, wenn man bedenkt, dass sie für den Spieler niemals erreichbar sein sollte. Dieser Raum hatte sicher ursprünglich den Zweck, auf die Ferne so zu wirken, als sei dort hinten noch etwas, bevor man dann den tödlichen Zug vor ihm platzierte.
Der Zopf weiß den Weg. Ein weiteres Labyrinth befindet sich im Windraum von Thenos. Hier soll uns nicht nur das Geräusch des Windes auf den Ausgang hinweisen, was eher nicht so gut funktioniert, sondern auch die Flugrichtung von Laras Zopf im Wind, was auch eher nicht so gut funktioniert. Trotzdem haben die Entwickler versucht, aus so etwas Simplem wie Laras Zopf die Steinzeit-Version eines Questmarkers zu schmieden, und das ist schon ein bisschen wild. Hochziehen. Bereits das zweite Secret von Tomb Raider 1 ist Lara zu hoch, zumindest wenn sie springt und versucht, sich festzuhalten. Läuft sie mit gedrückter Festhalten-Taste gegen die Wand, kann sie es erreichen. Beim Hochspringen ist nämlich die Höhe der exakten Position, an der Lara steht, entscheidend, während beim Hochziehen erst die Stelle zählt, an der Wand und Boden aufeinandertreffen. Und die ist minimal höher. Dieser subtile Unterschied zwischen Hochspringen und Hochziehen ermöglicht es uns auch, das Dach von Marco Bartolis Villa in Venedig zu erklimmen, ohne es, wie eigentlich vorgesehen, zunächst zu sprengen. Unerreichbare Medipacks. Tomb Raider 1, 2 und 3 haben jeweils ein offensichtbares, aber auf konventionellem Wege unerreichbares großes Medipack, das uns in den Wahnsinn treibt. Das von Tomb Raider 1 liegt im Palast des Midas auf einer zu hohen Säule und bleibt auch im Remaster nur mit Glitches sammelbar, wofür es ein Achievement gibt. Das unerreichbare Medipack von Tomb Raider 2 finden wir im Xian-Tempel. Hier ist eine Leiter zwar aufgemalt, aber unerklimmbar. Auch dieses war im Originalspiel durch Glitches erreichbar, im Remaster wurde die fehlende Leiter behoben. Beide Medipacks haben gemeinsam, dass sie vermutlich versehentlich unerreichbar waren. Nicht so das in Tomb Raider 3, das von den Entwicklern als Falle auf Treibsand platziert wurde. Es war und bleibt mit allen Methoden unerreichbar. Laras Dach. Obwohl die Entwickler von Tomb Raider 2 und 3 sicher nicht damit gerechnet haben, den Spieler auf dem Dach von Laras Anwesen wiederzufinden, ist dieses erstaunlich detailliert texturiert, mit Ausnahme von was auch immer das ist. Hinzu kommt in Tomb Raider 3 ein Gewirr aus Plattformen, die verdächtigerweise nur von oben zu sehen sind. Lila Blut. In der deutschen Originalfassung von Tomb Raider 3 blutet Lara lila. Das Spiel wurde von der USK anders als seine Vorgänger ab 12 und nicht erst ab 16 Jahren freigegeben. Kurioserweise gilt das nicht unter Wasser, wo sowohl Lara als auch alle anderen Lebewesen weiterhin rotes Blut hinterlassen. Die Remaster verzichten auf diese Zensur, weshalb du, wenn du sie gespielt hast, leider zu einem brutalen Massenmörder wirst. Remaster. Das Remaster von Tomb Raider 1 ist bereits das dritte Mal, dass an einer Neuveröffentlichung des Klassikers gearbeitet wurde. Zusätzlich zum im Jahr 2007 von Crystal Dynamics entwickelten Remake Tomb Raider Anniversary gab es die Anfänge eines Remakes vom ursprünglichen Entwickler Core Design, die Tomb Raider Anniversary Edition. Eidos stand nun vor der Entscheidung, wer das Remake machen dürfe. Core Design, die das Spiel zuvor mit Angel of Darkness in ein großes Loch gerissen haben, oder Crystal Dynamics, die sie zuletzt erfolgreich mit Tomb Raider Legend rebooten konnten. Die Entscheidung fiel nicht schwer und so drohte Cores Prototyp in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden, bis er vor einigen Jahren geleakt wurde. Seitdem arbeiten Fans daran, so viel wie möglich von Cores ursprünglicher Vision spielbar zu machen. Venezianisches Gebimmel. Das zweite Level von Tomb Raider 2 führt uns nach Venedig. Ah, Venedig. Hier muss Lara einen Shortcut freilegen, um in ihrem Motorboot eine zeitgesteuerte Tür nach maximal 12 Glockenschlägen zu erreichen. Der Timer für das Schließen der Tür startet allerdings erst, wenn Lara über diese Rampe hinaus ist. Das hat zwei Implikationen. Erstens, wir können den Timer immer wieder starten. Zweitens, wir können den Raum durch seinen Eingang wieder verlassen, der Timer startet nie und wir haben beliebig viel Zeit, die Tür zu erreichen, womit der Kern des Levels Venedig komplett ins Wasser fällt. Tomb Raider 4 Remaster?
Tomb Raider 3 beinhaltet einen ziemlich offensichtlichen Hinweis auf ein mögliches Tomb Raider 4 Remaster. Links oben sehen wir das Release-Datum dieser Trilogie, der Februar der 14. 2024. Und unten rechts sind Koordinaten. Und diese Koordinaten führen zum Gizeh-Plateau. Einem der, wenn nicht sogar dem wichtigsten, Schauplatz von Tomb Raider 4. Das ist jetzt natürlich keine offizielle Bestätigung eines Remasters, aber wer auch immer das da platziert hat, hatte Bock. Saturn. Während der Entwicklung von Tomb Raider 1 zeichnete sich ab, dass das Spiel zeitlich exklusiv für den Sega Saturn erscheinen würde und somit etwa einen Monat lang noch nicht auf PS1 und PC spielbar war. Dass die zeitliche Exklusivität der sterbenden Konsole etwas gebracht hat, ist eher fraglich. Tomb Raider 2 und 3 erschienen dann aber, was Konsolen betrifft, exklusiv für Sony. Tomb Raider 4 und 5 veröffentlichte man dann zusätzlich auf dem Sega Dreamcast, der im Vergleich zur PlayStation 1 Version technisch fortgeschrittener war. Hier hatte Lara dann statt des schwarzen Punkts unter sich sogar so etwas wie einen dynamischen Schatten, der immer in die falsche Richtung zeigt. Naja. Auf dem Kopf. Die Maria Doria ist ein Kreuzfahrtschiff, das nach seiner Bombardierung in der Hälfte zerbrochen und zum Meeresgrund gestürzt ist. Dabei hat sich eine der Hälften, die erste, die Lara betritt, auf den Kopf gedreht. Der Fotomodus des Remasters gibt uns die Möglichkeit, diese Hälfte richtig herum zu betrachten. Und während Core Design die Vision im Großen und Ganzen gut rübergebracht hat, werfen einige Details, darunter dieses Schlüsselloch unter der Decke, durchaus Fragen auf. Indiana Jones. In Kambodscha in Tomb Raider 4 finden wir das Skelett eines unglücklichen Abenteurers, der offenbar von einer Stachelfalle aufgespießt wurde. Er trug zu Lebzeiten einen Hut auf dem Kopf, eine Peitsche in der Hand und war ansonsten nackt. Wer das wohl sein mag? Ich muss raus. Und die tragen Hotpants. Am Ende des Levels Wüste von Nevada brettert Lara auf ihrem Quad über einen elektrischen Zaun in ein Hochsicherheitsgebiet, wo sie bewusstlos von zwei Militärpolizisten ins Gefängnis gebracht wird. Der Dialog der beiden suggeriert, dass für Laras Abenteuer in Nevada ursprünglich eine andere Kleidung vorgesehen war. Sieht nicht aus wie eine von denen. Vielleicht ist sie eine Ökoterroristin oder so. Und die tragen Hotpants, hä? Entweder das, oder Militärpolizisten haben keine Ahnung von Mode. Der Lokführer. Als wäre das Setting einer verlassenen U-Bahn-Station durch die hin und wieder tödliche Züge rasen nicht gruselig genug, dürfen wir uns dabei seit dem Remaster auch noch von einem geisterhaften, weil aufgemalten, Lokführer angrinsen lassen. Laras Eltern. In der Timeline der klassischen Tomb Raider-Teile sind Laras Eltern wohlauf und quick lebendig, hier zu sehen an ihrem vermeintlichen Grab. Ihr Vater, Hershing Lee Croft, war mit dem abenteuerlichen Lebensstil seiner Tochter eher unzufrieden und enterbte sie. An ihren exzessiven Reichtum gelangte Lara durch ihre Abenteuer und das Schreiben darüber. Griechische Götter. St. Francis Folly hat diesen gigantischen vertikalen Raum mit vier Türen, über denen die Namen griechischer Götter stehen sollen. Zumindest wird das immer behauptet. Damokles ist ein Mensch und Atlas ein Titan. Aber hey, immerhin sind die Griechen. Neptun ist eine römische Gottheit. Das griechische Äquivalent wäre, wie Anniversary korrekt berichtigt, Poseidon. Thor entstammt der nordischen Mythologie und wurde im Remake Anniversary durch Hephaistos ersetzt. Der Raum der griechischen Götter in St. Francis Folly beinhaltet also im Original null griechische Götter. Bevor wir uns fragen, ob die Entwickler inkompetent sind, fragen wir uns doch besser, sind wir überhaupt in Griechenland? Die Wahrheit ist, dass Tomb Raider 1 die Frage nach der genauen Location von St. Francis Folly offen lässt. Ein paar römische Zahlen hier, griechische Buchstaben da, eine Kathedrale zu Ehren von Franz von Assisi? Abtei. Sind wir in Norditalien? Aber Midas war König von Phrygien, das in der heutigen Türkei liegt, und den Palast eines Königs würde man innerhalb seines Königreichs vermuten. Wir haben also ein Gebäude aus der Renaissance,
darunter ein älteres römisches Kolosseum mit Aquädukt, darunter den Palast eines Königs aus dem 8. Jahrhundert vor Christus, darunter eine prunkvolle Zisterne und zu guter Letzt das Grabmal eines der drei Herrscher von Atlantis, dessen Untergang sich mehr als 9000 Jahre vor Christus abgespielt haben soll. Wo und wann auch immer wir hier sind, es ist immerhin nicht Duisburg. Der fackelnde Saurier. Als Tomb Raider 3 ursprünglich veröffentlicht wurde, waren Dinosaurier spätestens durch Jurassic Park im Mainstream angekommen. Tomb Raider 3 widmet ihnen ein ganzes Level. Und was wäre ein Dinosaurier-Level ohne den Tyrannosaurus Rex, den kurzarmigen König der Saurier? Das Verhalten des T-Rex, den man üblicherweise einfach aus sicherer Entfernung abballert oder so gut es geht ignoriert, ist dabei komplexer, als es zunächst scheint. Wirft Lara zum Beispiel eine Fackel auf den Boden und ist diese Fackel dem T-Rex näher als sie selbst, bleibt er stehen, brüllt die Fackel an und verfolgt Lara erst danach wieder. So haben Fackeln bei diesem einen Gegner eine andere Funktion als das einfache Erleuchten der Umgebung. Werners Überleben. Laras Mentor Werner von Croy wird 1984 in Kambodscha beim Versuch, die Eris zu bergen, von einer Falle überrascht und eingesperrt. Obwohl uns die Spiele nie genau erzählen, wie Werner seinem sicheren Tod entkommen konnte, erfahren wir in Tomb Raider 5, dass das Artefakt die Fähigkeit der Teleportation hat. Vom Kirchturm zur U-Bahn. Am Ende des Levels Sky an der Themse springt Lara in den Kirchturm der St. Paul's Cathedral, der sie im nächsten Level scheinbar in der verlassenen U-Bahn-Station Aldwych ausspuckt. Die fehlende Verbindung der beiden Level ist All Hallows, das vor dem Release nicht mehr fertig wurde und als Belohnung für das Sammeln aller 60 Geheimnisse spielbar wird. All Hallows beginnt, wie man es erwarten würde, im Dachstuhl der Kathedrale und endet direkt über der Kanalisation. Laura Cruz. Ursprünglich sollte unsere Heldin den Namen Laura Cruz tragen und einem nicht näher definierten Land in Südamerika entstammen. Aus Laura wurde Lara und aus Cruz Croft, der Nachname einem britischen Telefonbuch entliehen. Auch die Hintergrundstory wurde sukzessive angepasst. Lara war nun keine Söldnerin mehr, die ihre Überlebens- und Kampfkünste von ihrem Vater im Militär lernte, sondern eine Adlige, deren persönlicher Antrieb sie, sehr zum Missfallen der Eltern, zu Abenteuern trieb. Das Grüne Kreuz. Die Kreuze auf den Medipacks waren in der Originalfassung von Tomb Raider 1 und 2 noch rot, ab Tomb Raider 3 und rückwirkend in den Remasters sind sie grün. Grund dafür ist, dass das Rote Kreuz ein geschütztes Symbol der gleichnamigen Institution ist, die nicht möchte, dass seine Bedeutung durch die Verwendung in Videospielen verwässert. Nicht zu verwechseln mit dem Orangenkreuz auf meinem Logo, das ist etwas völlig anderes. Smudo. Der Sprecher von Laras Erzfeind Marco Bartoli in Tomb Raider 2 ist niemand Geringeres als Smudo, seines Zeichens Texter und Rapper der Fantastischen Vier. Das Gefühl, Fabio, ist nur eine Flamme im Wind. Es kann mutig flackern, aber nicht erleuchten. 4 von 3 Secrets. Das Küstendorf in Tomb Raider 3 hat zwei Pfade, die sich eigentlich gegenseitig ausschließen sollten, weshalb auf jedem dieser Pfade jeweils ein Secret liegt und zwei weitere nach dem Konvergieren der Pfade, sodass man das Level unabhängig vom gewählten Pfad mit 3 von 3 Secrets abschließen kann. Da die Pfade sich aber bei aufmerksamer Betrachtung nicht wirklich gegenseitig ausschließen, ist es möglich, das Küstendorf ohne Ausnutzung von Spielfehlern mit 4 von 3 Secrets zu beenden. Das Remaster trägt diesem Umstand Rechnung, die 4 Secrets werden nun erwartet. Sie sehen nur Bewegungen. Zurück zum König der Dinosaurier. Wenn sich Lara beim Spawn des T-Rex hinkniet und fortwährend nicht bewegt, wird sie vom T-Rex, der nur noch planlos in der Gegend herumstürmt, nicht entdeckt. Auch dieses Verhalten ist einzigartig für diesen einen Gegner im Spiel und ein wirklich liebevolles Detail, eine schöne Jurassic Park-Anspielung. Greifhöhe. Zu den subtileren Gameplay-Änderungen des Remasters zählt, dass sich die Fallgeschwindigkeit, bei der Lara noch erfolgreich nach einer Kante greifen kann, minimal erhöht hat, was an vielen Stellen Griffe ermöglicht, die so im Originalspiel nicht möglich wären.
Im Kronleuchterraum in Bartolis Versteck von Tomb Raider 2 führt das beispielsweise dazu, dass man das gesamte Rätsel des Raums, das die Verschiebung der Höhe der Kronleuchter involviert, komplett beiseite lassen und einfach zu diesem Schlüssel klettern kann. Es ist offensichtlicher als der eigentliche Weg. Der geteilte Palast. Die Level Wächter des Talion und Eispalast in Tomb Raider 2 gehören eigentlich zusammen und überschneiden sich an mehreren Stellen. Die Teilung des ursprünglichen, größeren Levels erfolgte sehr spät in der Entwicklung, weil das Level gerade so nicht gepasst hat. Mit ein bisschen Herumgeglitsche kann man im Eispalast erstaunlich große Abschnitte des vorherigen Levels erkunden. Von innen größer. Die Area 51 beherbergt ein unbekanntes Flugobjekt extraterrestrischer Herkunft und es ist von innen größer, als es von außen aussieht. Die dahinterliegende Technik sich überlappender Räume wird in Tomb Raider immer wieder verwendet. Der Vorteil ist, dass man als Team an verschiedenen Räumen arbeiten kann, ohne sich bezüglich ihrer Größe absprechen zu müssen und sich keine Gedanken zum Aufbau eines Levels machen muss, die über das gleichzeitig Sichtbare hinausgehen. Das explodierende Hinterteil. Das klingt nun alles ein wenig bescheuert, aber Laras Hintern ist das Modell Nummer 1. Alles beginnt mit Laras Hintern. Dadurch fungiert Laras Hintern auch als Platzhalter für fehlende Modelle, wie zum Beispiel für diese explodierende Seemine im Level Venedig in Tomb Raider 2. Falls ihr euch schon immer gefragt habt, was für ein seltsames Objekt möglicherweise außerirdischer Herkunft dort durch die Luft fliegt, ja. Das ist die Antwort. Ich hoffe, ich konnte helfen. Randy und Rory. In den letzten Räumen der indischen Tempelruine finden wir Tonys Kameraden Randy und Rory in einem seltsamen Zustand vor. Beide scheinen in der Luft zu schweben, der eine von oben bis unten aufgeschlitzt, der andere mit einem großen Loch im Bauchbereich. Ihren Wunden nachzuurteilen, wurde Rory vom Säbel der Shiva-Statue getötet. Randys Bauchwunde wirkt wie etwas, das entstanden sein könnte, als er sich das Enfade-Artefakt in die Brust rammte, siehe Tony, und es anfing zu brennen? Beide schweben mysteriös in der Luft. Entgegen der Beschreibung, die wir im geleakten Skript der Sprecherin Judith Gibbons finden, dort heißt es: Die Kammer, in der sich des Stammes Artefakt befinden sollte, ist bedrohlich leer, mit Ausnahme der Leichen der beiden Forscher. Nicht etwa von einer Schlammlawine erfasst, wie Tony es so anschaulich beschrieben hatte, waren sie auf eine brutale Voodoo-Art an die Wände genagelt worden. Am Ende können wir nur spekulieren, was die geänderte Anordnung der Leichen andeuten soll. Die Tatsache, dass sie beide schweben, setzt sie in direkte Verbindung zum Enfade-Artefakt, von dem mehrfach gezeigt wird, dass es seine Benutzer telekinetische Fähigkeiten verleiht. Hat Tony seine Forscherkollegen ermordet, um sich das Artefakt anzueignen? Oder sah er die beiden sterben und ergriff nur die Gunst der Stunde? Sterben! Eingang und Ausgang der Ruine sind verschlossen. Die Decke über Rorys Leiche ist offen. Diente sie den Forschern als Eingang? Und sollte sie dem schwebenden Rory als Fluchtweg dienen, bevor dann alles schief ging? Treffen wir Tony vielleicht das erste Mal unmittelbar nachdem die beiden starben und er von da oben die Ruine runterrutscht? Hallo? Hallo? Letzten Endes wissen wir es nicht. Schade. Der Geheimraum bei den Pyramiden. Das Tomb Raider 4 Level, die Königspyramiden von Khufu, beginnt unmittelbar nach dem erfolgreichen Erklimmen der großen Pyramide des vorherigen Levels mit diesem Namen. Wenn man sich mit ein wenig Trickserei wieder in Richtung des vorherigen Levels begibt, stößt man irgendwann auf diesen seltsam anmutenden Tempel. Ich weiß nicht genau, welche Gottheit die Entwickler hier angebetet haben, aber ich denke, sie fand ihren Tempel genauso hässlich wie ich. Teleport. Überlappende Räume sind eine schöne Methode, Konflikte im Aufbau von Levels zu minimieren, aber sie haben ihre eigenen Nachteile, insbesondere wenn es um die Erkennung der Entfernung zu einer Soundquelle geht. Ab Tomb Raider 5 nutzt Core Design ein weiteres Tool, um geometrisch unmögliche Level zu bauen, Teleportation. Das ist manchmal etwas abrupt, wie man an dieser Stelle gut erkennen kann. Außerdem führt es zu witzigen Resultaten, an den Teleportern vorbeizuspringen.
Die Hand aus der Zukunft. Laras Besuch in Irland spielt sich im Jahr 1984 nach ihrer Rückkehr aus Kambodscha ab. Sammeln wir als jugendliche Lara eine Fackel, bekommen wir dabei einen unerwarteten Blick in die Zukunft, da die Hand, die die Fackel hält, die der erwachsenen Lara ist, wie man unschwer am deplatzierten Handschuh erkennt. Gefangen in der Spinnenhöhle. Diese verschlossene Tür im Xian-Tempel ist, zumindest von dieser Seite aus, eine Illusion. Es ist so einfach hindurchzuspringen, dass es versehentlich passieren könnte. Schade nur, dass man die Spinnenhöhle dann leider nie wieder verlassen kann, aber es ist sicherlich gemütlich in so einer Höhle voller riesiger Spinnen. Für immer. UPV. UPV steht eigentlich für Underwater Propulsion Vehicle, vielleicht aber auch für Underrated Plane Vehicle. Wenn man das Beschleunigen kurz unterbricht, dabei Aussteigen antippt und wieder beschleunigt, bleibt Lara in einem konstanten Zustand des gerade Aussteigens gefangen. Das Spiel überprüft nun nicht mehr, ob der Spieler sich unter Wasser befindet. Das UPV kann also fliegen und Lara verliert keine Luft. Seattle. Während der ursprüngliche Release von Tomb Raider 1 in vielen Fällen auf die genaue Nennung der Schauplätze verzichtet, verortet der obskure N-Gage-Port des Auftakts der Serie das Hauptquartier von Nadler Technologies ziemlich eindeutig in Seattle. Stealth. Gegner in Tomb Raider 2 greifen Lara an, sobald sie den Raum betritt. Bei bestimmten Gegnern in Tomb Raider 3 ist das völlig anders. Sie greifen Lara nur an, wenn sie von ihrer Anwesenheit wissen. Dafür müssen sie entweder eine ununterbrochene Sichtlinie zu ihr haben oder sie hören, beispielsweise durch Abfeuern einer Waffe oder durch Rennen. Im Großen und Ganzen ist das Stealth-Feature durch die Struktur des Spiels so nutzlos, dass es kaum einen Nutzen hat. Nein, doch. Oh. Duke Nukem. Nach dem Level Die Basis schleicht sich Lara auf ein U-Boot, wobei sie zwei Wachen bekämpft, die dem guten Duke aus Duke Nukem verdächtig ähnlich aussehen. Das ist nur fair, da Lara sowohl in Duke Nukem Time to Kill als auch in Duke Nukem Land of the Babies mehrfach parodiert wird. Du scheiß Noob. Level 5. Eine Neuerung von Tomb Raider 3 ist, dass der Spieler die Location seines nächsten Abenteuers nach dem Abschluss von Indien frei wählen kann. Während die Lore keine Reihenfolge vorgibt, sind die Level zumindest intern nummeriert. Das Küstendorf im Südpazifik ist Level 5, London ist Level 9 und die Wüste von Nevada Level 13. Laras Pass. Im ursprünglichen Release von Tomb Raider 1 ist Laras Reisepass schwarz und entspricht damit britischen Reisepässen, wie sie bis 1988 ausgestellt wurden. Ab Tomb Raider 2 hat Lara ihren Reisepass erneuert. Er ist nun rot und trägt im Original die Überschrift European Community, was suggeriert, dass er vor dem Jahr 1997 ausgestellt wurde, also spätestens unmittelbar nach den Ereignissen in Tomb Raider 1. Der Reisepass im Remaster trägt allerdings die Überschrift European Union. Solche Reisepässe wurden erst ab dem Jahr 1997 ausgestellt. Lara hat ihren Reisepass im Remaster also kurioserweise später erneuert als im Original. Der stöhnende alte Mann. Der stöhnende alte Mann, der in Laras Anwesen wohnt und bei dem es sich hoffentlich um ihren Butler Winston handelt, wird in Tomb Raider 2 von niemand anderem als Nathan McCree gesprochen. Diese Sprechrolle ist sicherlich nicht sein größtes Werk, nebenbei zeichnet er sich nämlich auch für die Soundtracks von Tomb Raider 1, 2 und 3 verantwortlich. Stell dir vor, du nimmst deinen Komponisten und sagst ihm, ey du, stöhn mal ins Mikro. Wilde Zeiten waren das. Die neue alte Mumie. Hinter diesem Block in Camon in Tomb Raider 1 befindet sich eine Mumie, die für Spieler der originalen PC-Version eine ziemliche Überraschung gewesen sein wird. Dieser Gegner fehlt nämlich in der PC-Version und war PlayStation 1 exklusiv, warum auch immer, bis ihn das Remaster dann in alle Versionen brachte. Folge dem Gras. Die Kalia-Höhlen können eines der verwirrendsten Labyrinthe in der Tomb Raider-Geschichte sein, zumindest wenn man nicht weiß, dass man einfach nur dem Gras auf dem Boden folgen muss,
und so schnurstracks in weniger als einer Minute zum Levelende kommt. Hotkeys und Cutscenes. Viele Hotkeys der Classics funktionieren während Ingame-Cutscenes und den automatisch im Hauptmenü startenden Gameplay-Demos. So kann Lara sich im Level Bohrturm direkt während des Aufwachens ihrer Fackeln entledigen und hier während der Gameplay-Demo von Venedig einfach mal eine andere Waffe ziehen, was dazu führt, dass die Gameplay-Demo nur noch völligen Schwachsinn macht. Die Jesusplatten. An bestimmten Stellen in der Madubo-Schlucht haben die Entwickler vergessen, den Wasseroberflächen sogenannte Death Trigger zu verleihen, was dazu führt, dass man völlig unbehelligt auf ihn stehen kann. Diese Platte hier wurde im Remaster entfernt, andere sichere Platten funktionieren aber weiterhin. Etwas Ähnliches ist auch an dieser Stelle im Xian-Tempel passiert. Och, ist das gemütlich, ist das warm hier. Mensch. Der Nachname von Jacqueline Nadler ist ein Anagramm auf das Wort Atlan. Atlan ist die Spezies der Bewohner von Atlantis, die laut der Anleitung von Unfinished Business nicht einfach nur weit entwickelte Menschen sind, sondern vor langer Zeit als Außerirdische auf der Erde landeten. Uzi-resistent. Die Männer von Marco Bartoli attackieren die Mönche im Kloster von Bakang, zumindest die, die mit einer Pistole ausgestattet sind. Die Uzi-Schergen machen zwar im Kampf gegen die Mönche brav mit, machen ein paar Geräusche und ein paar schöne Lichteffekte, können sie aber, vermutlich aus Balancing-Gründen, niemals wirklich treffen. Das Gamepad der schwimmenden Inseln. Die Grafiken in Laras Menü inklusive der Settings sind Teil des Levels. So schlich sich in der originalen PC-Veröffentlichung von Tomb Raider 2 in den schwimmenden Inseln der Fehler ein, dass dort als Symbol für die Steuerung ein PS1-Gamepad angezeigt wurde, während das Spiel uns in allen anderen Leveln an dieser Stelle eine Tastatur zeigt. Jean-Yves. Jean-Yves ist ein guter Freund von Lara in Tomb Raider 4 und selbst Archäologe. Der Charakter ist dem echten Archäologen Jean-Yves Empereur nachempfunden, der zur selben Zeit in Alexandria Ausgrabungen unternommen hat und nicht allzu amüsiert war, als er erfuhr, dass er ungefragt Teil von Laras Abenteuern wurde. Ursprünglich sollte Jean-Yves in Tomb Raider Chronicles die Rolle von Charles Kane einnehmen und uns vom Speer des Schicksals erzählen. Nach rechtlichen Auseinandersetzungen hat Core Design aber lieber darauf verzichtet, Jean-Yves erneut in den Fokus zu rücken. Hätten stattdessen mich nehmen sollen, ich war schon fast 8. Sonnenuntergang. In Bartolis Versteck in Tomb Raider 2 gibt es einen subtilen Sonnenuntergangseffekt. Subtil genug, dass man ihn nur bei erhöhter Geschwindigkeit wirklich merkt. Außerdem ist er leider auf diesen einen Raum beschränkt und seien wir ehrlich, niemand steht 20 Minuten lang in diesem einen Raum, außer irgendwelchen Deppen, die den Sonnenuntergang filmen wollen. Die Präsenz des Effekts suggeriert aber, dass zumindest für dieses Level irgendwann mal ein dynamischer Übergang vom Tag des Vorgängerlevels Venedig zur Nacht des Levels Opernhaus geplant war und leider nicht ganz sauber und fertig umgesetzt wurde. Peru. Der möglicherweise vor einiger Zeit geleakte Quellcode, den ich natürlich nicht besitze, von Tomb Raider 3 offenbart, dass das Spiel nicht nur trackt, ob der Spieler Indien, Nevada, den Südpazifik und London abgeschlossen hat, sondern auch Peru. Ein erneuter Besuch von Peru war für Tomb Raider 3 geplant und sehr früh verworfen worden. Die Variable im Quellcode ist vermutlich alles, was davon übrig bleibt. Die Kriechrolle. Im Remaster von Tomb Raider 3 lernt Lara eine vermeintlich neue Bewegung, die Vorwärtsrolle aus der Hocke. Diese Animation und die grundsätzliche Logik der Bewegung waren bereits im Originalspiel vorhanden, es gab nur keine Taste, um sie auszulösen. Vermutlich mit Absicht, denn die Rolle hatte noch ein paar Probleme mit der Kollisionserkennung, die wohl bis zum Release nicht mehr behoben werden konnten. So verschwand diese Animation 26 Jahre lang im Limbo, ehe sie mit dem Remaster endlich das Licht der Welt erblicken konnte. Der Skarabäus der Macht.
Im Level Pharos, Tempel von Isis, erhalten wir in Tomb Raider 4 einen mechanischen Skarabäus, den wir benutzen sollen, um Stachelfallen kontrolliert auszulösen und so unschädlich zu machen. Der Skarabäus hat aber noch andere Fähigkeiten. Legen wir ihn vor eine Leiter, können wir fortan an allen Wänden, die in dieselbe Himmelsrichtung zeigen, klettern. Legen wir ihn unter eine Affenschaukel, können wir an jeder Decke hangeln. Ich weiß nicht, wie die Ägypter das gemacht haben, aber cooles Gerät. Du bist nicht, wo du denkst. Nach dem Umlegen eines Schalters zeigt uns in vielen Fällen eine Kamera, was dieser Schalter gerade bewirkt hat. Hier zum Beispiel setzen wir ein Fließband in Gang, das dynamisch Kisten von einem Ort zum anderen bewegt. Aber das ist eine Lüge. Die Kamera ist nicht, wo wir sie erwarten. In Wahrheit befindet sich die Kamera sehr weit weg, in diesem Raum. Der gezeigte Raum kann nicht der sein, in dem das Gameplay stattfindet, weil die Kollisionserkennung bei schrägen Kisten nicht funktionieren würde. Das Spiel bedient sich dieses Tricks auch im vorletzten Raum von der X-Tech, wo angeblich eine Taucherglocke dynamisch ins Wasser herabgelassen wird. In Wahrheit allerdings wird die Glocke in unserem aktuellen Raum einfach nach unten teleportiert. Emperdump! Diese Geschichte erzählt die Auferstehung eines Bugs von den Toten. Schräge, niedrige Decken, wie sie in den ersten Räumen des Xian-Tempels vorkommen, können Lara sozusagen einsaugen, wenn sie an einer ziemlich präzisen Stelle darunter springt. Ich fand diesen Bug, der nur in der allerersten veröffentlichten PC-Version von Tomb Raider 2 vorhanden ist, im Jahr 2018, über 20 Jahre nach Release des Originals. Er war so obskur, dass ich ihn nur wegen eines Kommentars im Quellcode fand, der darauf hinwies, dass der Bug damals mit dem ersten Patch unmittelbar nach Release behoben worden war. Am 14. Februar 2024 wird das Remaster released. Und wie erwartet stelle ich fest, dass der Bug, der vor 27 Jahren bereits behoben wurde, natürlich auch hier nicht mehr funktioniert. Dann kam der erste Patch des Remasters und, naja, wie soll ich sagen, bringt ihn zurück. Einen seit 27 Jahren behobenen, obskuren Bug. Einfach so. Weil ich das wollte. Bestimmt. Die schwimmenden Inseln. Die letzten Level von Tomb Raider 2 haben bei mir immer ein wenig die Frage aufgeworfen, ob 1997 in Großbritannien vielleicht Drogen besonders günstig waren. Ich meine, seien wir doch mal ehrlich. Was sind die schwimmenden Inseln? Als ich im Grunde genommen denselben Ort, dann aber in Indiana Jones und die Legende der Kaisergruft wiederfand, da wurde ich ein bisschen stutzig. Die werden nicht einfach hingegangen sein und die Idee von Core Design geklaut haben. Das Ganze muss irgendeine Vorlage haben. Um es so einfach wie möglich zu machen, es gibt da diese Sammlung an fantastischen und allegorischen Geschichten mit den Themen Magie, Zauberei, Legenden, Mythen. Und in dieser Sammlung finden wir unter anderem die folgende Beschreibung eines Orts. Der Zauberer konnte es nicht ablehnen, in diesem Palast der Freude zu wohnen. Aber er war noch nicht lange dort, als er den König einlud, ihn auf einen Ausflug zu begleiten. Der König ergriff also den Ärmel des Zauberers und schwebte mit ihm immer höher in den Himmel hinauf, bis sie schließlich stehen blieben. Und siehe da, sie hatten den Palast des Zauberers erreicht. Dieser Palast war mit Balken aus Gold und Silber gebaut und mit Perlen und Jade verziert. Er ragte hoch über die Region der Wolken und des Regens hinaus, und das Fundament, auf dem er ruhte, war unbekannt. Dann lud ihn der Zauberer ein, eine weitere Reise zu unternehmen, und in der neuen Region, in die sie kamen, waren weder Sonne noch Mond am Himmel zu sehen, noch Flüsse oder Meere unter ihnen. Hier ist eine weitere Stelle, die beschreibt, wie derselbe König auf einen Automaten trifft. Der König starrte die Gestalt mit Erstaunen an. Sie ging mit schnellen Schritten und bewegte den Kopf auf und ab, so dass man sie für einen lebenden Menschen hätte halten können. Dass wir sowohl einen vergleichbaren Ort als auch scheinbar lebende Statuen bzw. Roboter praktisch im selben Buch finden, lässt mich vermuten, dass das möglicherweise die Vorlage gewesen ist. Und damit endet unsere Reise an den Fuß des Eisbergs und du bist immer noch hier.
Weißt du, wie kalt es hier unten ist? Wenn dir das Abenteuer gefallen hat, nimm gerne, also du kannst mir dann gerne etwas von deinem gefrorenen Daumen dalassen. Ja, ciao. Bis zum nächsten Mal.